4, das hätte ich dir einfach schon 5-mal sagen können. Und zwar ein pinker Anglerhut. Mist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal so ganz gemütlich im Jogger, mitten aus dem Stehen heraus, weil die Idee irgendwie eben gerade auch so aus dem Stehen heraus kam. Also ich bin eben gerade so durch meinen Kleiderschrank gegangen und dachte mir so, hey, ausmisten ist mal wieder angesagt. Da nehme ich euch sehr, sehr gerne mit, falls ihr darauf Bock habt. Aber mir ist auch so der ein oder andere Artikel entgegengesprungen, wo ich dachte, verdammt, das war so ein kleiner Fehlkauf. Und eigentlich bin ich so viel besser geworden, aber trotzdem verirrt sich mal so ein Teil. Andererseits gibt es natürlich auch absolute Lieblingskäufe, Dinge, wo ich sage, wow, ohne diesen Teil hätte ich in den letzten Jahren, keine Ahnung, das ist, hat sich zu so einer richtigen Liebe entwickelt. Und ich dachte mir, ich stelle euch diese Teile heute einfach mal vor. Damit es halt eben eine bessere Balance wird, immer ein Fehlkauf versus ein Kauf, den ich richtig, richtig gut finde. Ich habe versucht, nicht nur Estée Lauder Teile zu wählen. Wie ihr wisst, ich habe ja ein eigenes Label und dementsprechend ist es super schwierig, weil ich halt auch viel, viel weniger shoppe, seitdem ich das habe, weil ich halt eben viel, viel Teile entwerfe, die ich natürlich auch super schön finde. Trotzdessen haben sich natürlich in den letzten Jahren Designs entpuppt, die super, super geil sind und natürlich auch vielleicht das ein oder andere Design, wo ich persönlich mit meinem eigenen Stil sage, hey, das passt einfach nicht so gut in meinen Kleiderschrank. Von daher werdet ihr vielleicht auch das ein oder andere Estée Lauder Teil sehen, aber wir fangen erstmal mit meinem allerersten Fehlkauf an. Eine schwarze Jeansjacke. Jetzt denkt ihr euch vielleicht so, Sophia, das ist nur eine Jeansjacke, das ist ein absolutes Basic, was kann man dabei falsch machen? Ich muss ehrlich sagen, dass ich mittlerweile seit ein paar Jahren komplett auf schwarze Jeans und auf, ja, in dem Fall natürlich auch eine Jacke verzichte. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht damit klarkomme, wie viele Fusseln sich auf schwarzem Jeansstoff niederlassen. Ganz ehrlich, das nervt mich schon ziemlich hart. So weit, dass ich dann sage, ich ziehe das Teil nicht an, weil ich genervt bin. Und das ist absolut der falsche Ansatz. Aus diesem Grund, schwarze Jeansjacke. Für mich ein absoluter Fehlkauf. Eine Sache, die ich euch empfehlen kann, falls ihr trotzdem noch dunklen Jeansstoff tragen möchtet und das gleiche Problem habt wie ich, greift lieber zu so einem leicht anthrazitfarbenen, ausgeblicheneren Material. Vielleicht erkennt man so auch ganz gut den Unterschied. Ist nicht ganz schwarz, aber trotzdem sehr dunkel und da fressen sich die Fussel nicht so fest. Im Gegenzug eins meiner absoluten Lieblingskäufe, ein beiger Leinenblazer. Ich liebe den total, ich liebe den Schnitt, ich liebe auch das Material und wir haben jetzt nochmal geschaut, was wir dann Schönes auch bei Estée Lauder machen könnten, was für Sets wir entwickeln können, weil ich finde das Schöne ist auch in Kombination einfach so ein Leinen-Set zu haben und vielleicht auch noch mit einer anderen Farbe außer Beige zu spielen. Aus diesem Grund werdet ihr in diesem Jahr bei uns da auch was finden, aber grundsätzlich für mich war es eine absolut richtige Wahl, falls ihr kein Blazer-Typ seid, dann wird auch ein Leinenblazer nichts daran ändern. Aber ich liebe halt Blazer und ich muss halt einfach sagen, das Material aus Leine und Baumwolle für den Sommer, um trotzdem noch was Warmes zu haben und eben diesen Blazerschnitt zu haben, war für mich ein absoluter Gamechanger und ich würde das Teil auf gar keinen Fall mehr hergeben. Ein Teil, wo es mir sehr, sehr weh tut, zugeben zu müssen, dass es ein Fehlkauf ist, ist dieses wunderschöne Kleid. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe den Schnitt, ich liebe dieses gekrinkelte Material unten drunter. Ich liebe es, dass es unten hier so richtig boho und so ein bisschen fetzig ist. Das große Problem an diesem Kleid ist nicht das Kleid an sich oder der Schnitt oder die Idee, sondern die Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr das direkt so erkennt, aber ich sehe relativ aus wie ein Geist, sobald ich diese Farbe anhabe, vor allen Dingen in so einer großen Fläche über den ganzen Körper hinweg. Es lässt mich total flach und ja, wenig kontrastreich wirken, was halt einfach nicht zu meinem Farbtypen passt. Wusste ich damals nicht, ansonsten hätte ich einfach eine andere Farbe ausgewählt, weil ich das Kleid echt toll finde. Von daher leider auch eine Sache, die Fehlkäufe ganz stark beeinflusst, einfach nur die falsche Farbe und nicht den falschen Schnitt gewählt. Ein absoluter Lieblingskauf, beziehungsweise in diesem Fall ein Lieblingsdesign, ist die grobe Cordjacke, die so ein bisschen lockerer ist, von meinem eigenen Label in dem Fall. Ich liebe diese Jacke einfach. Und ich glaube, die wird auch nie langweilig, egal wie lange ich die habe. Ich liebe sie einfach. Ich finde sie so gut kombinierbar. Ich finde die Farbe richtig schön. Wir hatten auch noch eine andere Farbe, beziehungsweise es bestimmt noch was im Shop sogar da. Und die kam auch bei euch so, so gut an. Das spricht irgendwie total für sich. Und für mich ist es ein absoluter Favorite in meinem Kleiderschrank geworden, den ich auf jeden Fall nicht missen möchte. Kommen wir nun zu einem Fehlkauf, der sich auf einen Trend bezieht, wenn man sich verführen lässt von Trends, und zwar so eine gröbere Karo-Jacke. War super ein riesiges Thema, haben ganz, ganz viele getragen und ich habe den Trend auch einfach total geliebt. Ich liebe auch die Farbe Grün und ich habe das Teil hier zum Beispiel Secondhand gekauft, habe das dann so einmal getragen und danach dann irgendwie gemerkt, irgendwie bin ich das nicht, obwohl ich eigentlich voll Karo trage und keine Ahnung. Das war so ein typisches Verleiten von einem Trend.
Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich damals gecheckt hätte, dass es nichts für mich ist, weil irgendwie war das eigentlich total passend für meinen Typen und was ich so mag an Kleidung. Aber irgendwie habe ich mich dann doch immer für eine andere Jacke entschieden, wenn ich die Wahl hatte. Und ich glaube, das spricht dann ganz stark dafür, dass es irgendwie leider ein Fehlkauf war, obwohl ich das sehr, sehr gerne an anderen Leuten gesehen habe. Eine große, große Liebe ist die richtige, passende beige Hose, Stoffhose mit einem sehr unkonventionellen Material. Ich weiß nicht mal, ob ich diese Hose jemals anprobiert hätte, hätte ich sie irgendwo im Shop gesehen. Also so, wenn ich so, wie sagt man das, physisch einkaufen gegangen wäre. Aber dadurch, dass ich sie im Online-Shop gesehen hatte und das Material war auch nicht so gut erkennbar, und dann habe ich die dann bekommen und habe sie dann einfach angezogen. Sie hat einfach perfekt gepasst und ich habe sie so oft getragen. Ich weiß auch nicht, die Farbe ist irgendwie so ein perfektes Beige, weil es nicht zu warm ist und nicht zu kühl ist. Passt sich also sehr, sehr gut an und ich muss ehrlich sagen, ich kann nicht mehr darauf verzichten. Am liebsten würde ich genauso eine neu bestellen, weil ich schon merke, oh Gott, ich habe die so viel getragen und schon so viel gewaschen mittlerweile. Und gerade mit dem Thema Vanlife und viel Reisen, da leidet Kleidung halt einfach, egal wie gut man drauf aufpasst, viel, viel krasser als daheim. Gerade weil man halt in allen möglichen Waschmaschinen wäscht. Und dadurch werde ich dann auf jeden Fall traurig sein, falls die hier mal ihren Geist aufgeben sollte. Kommen wir nun zu einem Estelle Martel, welches für mich absolut ein Fehlkauf gewesen wäre. Mittlerweile produzieren und designen wir so, so viele Teile, wo es auch absolut nicht mehr darum geht, dass sie perfekt auf meinen Stil passen. Das wäre total doof, wenn ich eine Marke machen würde und ein Label, wo ich nur Designs mache oder nur Farben, die perfekt zu meinem Typen passen, weil ihr habt zum Teil einen ganz anderen Körperbau, ihr habt zum Teil ganz andere Hautfarben und natürlich auch einfach andere Haarfarben. Dann seid einfach ein anderer Typ. Dementsprechend gucken wir da, dass wir immer eine gute Varianz haben. Und dementsprechend gibt es auch das ein oder andere Teil, was einfach nicht so gut zu mir passt. Und ein Beispiel dafür wäre dieses Oberteil hier. Vielleicht kennt ihr das. Eigentlich ein total cooles Basic. Ich mag das Material auch ganz gerne. Und es sitzt auch auf jeden Fall gut. Aber ich kann es irgendwie einfach nicht kombinieren in dem Schnitt. Das ist einfach nicht etwas, was so gut zu mir passt. Eine Sache, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie sich zu einem Favorite und zu einem richtigen Lieblingskauf entpuppen wird, den ich echt auch nicht mehr missen möchte, ist eine solche glänzende PU-Leggings. Sieht man das? Ja. Die habe ich jetzt bei Calzedonia gekauft. Und dieser Trend hält sich ja jetzt schon wacker, sage ich jetzt mal. Weil ich persönlich bin halt so ein übelster Leggings-Typ und ich konnte mich erst diese Saison dazu aufraffen, so eine zu kaufen. Und habe dann erst gecheckt, wie geil das eigentlich ist, wenn ich mit sehr, sehr matten und festen Materialien arbeite, so was Cooles, Feineres, Glänzenderes dazu kombinieren kann und dadurch so einen kleinen Stilbruch reinbringe. Und Stilbruch ist für mich halt voll das Thema. Ich liebe das einfach in meinem Stil. Und dementsprechend war das für mich halt total der Gamechanger und ein richtiger Win für meinen Kleiderschrank. Nun zu einem Fehlkauf, wo wahrscheinlich die meisten von euch von vornherein gesagt hätten, Sophia, das hätte ich dir einfach schon 5-mal sagen können, und zwar ein pinker Anglerhut. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist das Problem. Diamond sagt eben gerade aus dem Off, er hat es noch nie gesehen. Fehlkauf. Jetzt werden die meisten sagen, ja, Anglerhüte sind ja sowieso scheiße. Ich weiß, die polarisieren total. Ich liebe Anglerhüte und ich trage sie auch wirklich gerne. Problem hierbei ist eigentlich auch nicht unbedingt die Farbe, obwohl doch, die Farbe ist leider sehr, sehr trendbehaftet. Aber er passt doch einfach nicht richtig. Und der war jetzt ja, Secondhand dann irgendwie und ich dachte dann so, Mist. Also ich finde jetzt nicht, dass das Rosa mir jetzt nicht so krass nicht steht, aber ich hoffe, also ich glaube, ich brauche einfach gar nicht viel dazu sagen. It is einfach ein Fehlkauf. In das heutige Video hat sich auch noch ein weiterer Lieblingskauf von Estelle Mar mit eingeschlichen. Und zwar ein Hemd, was ihr bei mir mittlerweile in so vielen verschiedenen Farben gesehen habt und was ich eigentlich jeden zweiten Tag gefühlt trage, womit ich Damen auch jeden Tag style, weil ich finde es halt auch ein super Unisex-Hemd, also egal ob jetzt für Frauen oder für Männer. Wir haben so viele Farben mittlerweile bei uns im Shop und ich liebe auch gerade dieses wunderschöne Dunkelblau. Ich liebe den Schnitt von dem Hemd. Ich weiß gar nicht, was ich so viel dazu sagen soll, aber das ist für mich so eine Sache. Ich glaube, das ist auch einer unserer Bestseller und zwar mit ganz, ganz viel Abstand in Kombination mit unserer Schlitzhose und sowas und unserer Bali-Hose und so. Und ich kann es voll verstehen. Es ist einfach ein geiles Teil. Und wenn ich an einem Tag nicht weiß, was ich anziehen soll, dann ziehe ich fast immer so ein Hemd an in Kombination mit irgendeinem coolen Longsleeve in irgendeiner bestimmten Farbe, mit einer Leggings. That's it, angezogen, raus geht's aus dem Haus. Das waren jeweils 5 Fehlkäufe und 5 Lieblingseinkäufe. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Falls ihr Lust habt, vielleicht noch das ein oder andere weitere Teil zu sehen, dann lasst es mich sehr, sehr gerne einmal unten in den Kommentaren wissen. Schreibt mir doch einfach auch mal in die Kommentare, was so euer krassester Fashion-Fehlkauf war und was euer absoluter Lieblingseinkauf ist im Gegenzug, damit wir eine coole Balance halten zwischen dem Negativen und dem Positiven.
Und ich bin sehr gespannt, eure Kommentare durchzulesen. Falls ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann vergesst nicht, den Kanal einmal zu abonnieren. Das könnt ihr direkt hier unten machen. Hier verlinke ich euch noch ein weiteres interessantes Video. Klickt da also sehr gerne rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und bis bald. Tschüss!